Folge 0019. Umgebe dich mit Menschen, die dir Nährstoffe bringen. Willkommen zu meinem Podcast Bist du glücklich? Sei achtsam. Inspirationen, Impulse und Achtsamkeitsübungen für den Unternehmer von heute, den Machertypen, für mehr Lebensqualität, Zeit, Geld und Wohlbefinden, innere Zufriedenheit und Glück. Mein Name ist Iris Günicker, ich bin Expertin für Achtsamkeit. Hallo Iris hier, wir wollen uns heute mit dem Thema, wie du dich mit den richtigen Menschen umgibst, beschäftigen, nämlich die Menschen, die dir Nährstoffe entgegenbringen und darauf achtest, dass du dich weniger mit Menschen aufhältst, die dir Schadstoffe entgegenbringen, wie das einer meiner Berater so schön formuliert hat. Worum geht es dabei? Natürlich wieder um das Thema Energiediebe und Energiezufuhr. Wir haben uns jetzt die letzten 5 Wochen mit den Energiedieben beschäftigt und werden jetzt zum Thema Energiezufuhr kommen. Das heißt, wir werden uns die nächsten 5 Wochen damit beschäftigen, dass du immer schön Energie zuführen kannst, und zwar jederzeit. Das ist das Schöne in Achtsamkeit, du kannst es überall, jederzeit in deinen Alltag integrieren. Und das ist einfach der Vorteil des Achtsamkeitstrainings, wenn du es erstmal für dich erlernt hast, dass du bewusst durch den Alltag gehst, energiereich bleibst und deine Leistungsfähigkeit erhältst, entspannt und gelassen bleibst. Was wollen wir mehr im Leben? Was meine ich nun damit, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die uns Nährstoffe entgegenbringen? Ich denke, das kannst du selbst denken, beziehungsweise vielleicht hast du es dir bisher noch gar nicht bewusst gemacht, dass es durchaus sein kann, wenn du mit Menschen zusammen bist, dass du nach einer Zeit ausgelaugt und müde wirst. Und andererseits, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, dass du voller Energie sprühst. Und das ist wirklich so. Daher möchte ich einladen, achte einfach mal drauf in deinem Umfeld, ganz bewusst, wann verlierst du Energie und wann gewinnst du Energie. Ein paar kleine Tipps dazu will ich dir geben. In der Regel wird es dir so ergehen, wie es mir ganz bewusst heutzutage passiert, wenn ich Menschen um mich herum habe, die nörgeln, die negativ sind, die nur über ihre Wehwehchen klagen, sich selbst als Opfer darstellen, die Schuld immer anderen Menschen geben, nur nicht selbst Verantwortung übernehmen wollen. Das passiert natürlich auch unbewusst durch Verhaltensmuster, oft halt seit der Kindheit trainiert, und es ist halt schade, dass diese Menschen das nicht bewusst merken, was sie selber dabei antun. Denn Negativität kostet Energie, einmal für denjenigen selbst und natürlich auch für die Menschen, die um ihn herum sind. Ich kann natürlich auch mitfühlen, darauf aufmerksam machen, wie ich es heutzutage versuche. Und ich nehme immer ganz gerne das Beispiel aus meinem Kreis von Menschen. Natürlich gibt es Menschen, da kann man nicht drauf verzichten, ja, die Familie, die Schwiegermutter, der Onkel, was auch immer. Ja, es wäre schade, wenn ich den Menschen nicht so annehmen kann, wie er ist. Es geht auch nicht darum, den Menschen abzulehnen. Es geht mir hier darum, gesund egoistisch zu sein. Drauf zu schauen, wo raubst du dir Energie und wo gewinnst du Energie. Denn wir haben heutzutage Energieräuber genug. Deswegen gilt es einfach nur bewusst, die Zeit einzuschränken, wenn ich merke, der Mensch tut mir nicht gut. Und andererseits natürlich viel Zeit mit den Menschen verbringen, die mir Energie geben. Vielleicht kannst du dich noch an das Verliebtsein erinnern und du weißt, wie euphorisch du in der Phase gewesen bist. Dann kannst du dich sehr gut daran erinnern, wie schön es ist, wenn du Menschen um dich herum hast, die voll Energie sind, wo du gar nicht aufhören kannst, zusammenzubleiben und du eigentlich fast gar nicht müde wirst. Vielleicht sogar Nächte mit Reden verbringst, ja, weil dir der Mensch unheimlich gut tut. Nun müssen wir nicht immer gleich verliebt sein, sondern dieses Wertschätzende, Mitfühlende mit anderen Menschen können wir jederzeit tun. Und wo ich für mich halt intern sorgen kann, ist auch, dass ich diesen Menschen nicht abwertend, verurteilend begegne. Denn jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und die Achtsamkeit sagt,
nimm jeden Menschen an, wie er ist. Ohne zu bewerten, ohne zu verurteilen. Und das gilt natürlich nicht nur für andere Menschen, sondern auch für dich selbst. Ich möchte dazu einmal eine Geschichte erzählen. Die Geschichte der drei Siebe. Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen. Wie dein Freund, halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe geschüttelt? Drei Siebe, fragte der andere voll Verwunderung. Ja, mein Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und... So. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht wahr, als wahr erwiesen, wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Dann unterbrach ihn der Weise, lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nun gerade nicht. Also, lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belasse dich und mich nicht damit. Diese Geschichte sagt eigentlich schon sehr gut, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann, als kleinen Tipp. Es gehört natürlich da etwas Fingerspitzengefühl dazu, aber übe es einfach mal und wende es an. Vielleicht bringst du den Gegenüber auch mal zum Nachdenken und Anregen, dass er sich mit dem Negativen selber nicht gut tut. Und umgekehrt ist natürlich wichtig, alle schönen positiven Dinge zu erwähnen. Leider ist es so, dass wir von der Evolution her geprägt sind, eher uns auf das Negative zu konzentrieren. Das heißt, früher als Neandertaler war es wichtig, hinter jedem Säbelzahntigerbusch einen Säbelzahntiger zu erwarten, ja, damit ich aufpasse, achtsam bin, dass ich nicht gefressen werde. Und deswegen sind wir eher auf das Negative fokussiert, das festzustellen. Und das kennen wir natürlich auch in unserer Arbeit, gerade hier in Deutschland, dass wir mehr auf die Fehler achten, als auf das, was der Mensch Gutes bringt. All das sind Tipps, wo du für dich energetisch etwas tun kannst. Konzentriere dich auf das Positive, umgebe dich mit Menschen, die eine positive Lebenshaltung haben, die achtsam und wertschätzend mit anderen Menschen umgehen und tu das auch für dich selbst. Als nächstes werden wir dann nochmal einige Achtsamkeitsübungen machen, um die Energiezufuhr zu steigern. Wir haben letzte Woche das achtsame Hören geübt und werden dann mit dem achtsamen Sehen weitermachen. Also freu dich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Iris. Weitere Infos und Links, wenn du es vertiefen möchtest, findest du wie immer in den Shownotes auf meiner Homepage www.irisgynika.com mit Gynika UE. Ciao für heute, schönen Tag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Gehe jetzt auf irisgynika.com. Dort findest du weitere Infos, Links, Tipps zu dem Podcast und auch weitere kostenfreie Trainings und vieles mehr. Du sehnst dich nach einem Menschen, der dir zuhört, der dir hilft, deinen Weg zu finden, zu mehr Lebensqualität, Zeit für dich, innere Zufriedenheit und Glück? Dann vereinbare ein kostenfreies Gespräch mit mir. Weitere Infos und den Link zur Terminvereinbarung findest du unter www.irisgynika.com. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir und wie ich dir helfen kann. Deine Iris.